Keine Einladung. Feindselig stierte Lea den Drucker an. Der Gestank, den er zusammen mit der muffig warmen Luft ausspie, schlug ihr auf den leeren Magen. Außerdem trieb das monotone Rauschen, mit dem der Apparat Seite um Seite auswarf, sie fast in den Wahnsinn. Der Tag im Verlag war eindeutig zu lang und zu nervenaufreibend gewesen. Telefonate mit Autoren, die zwischen Verzweiflung und Euphorie taumelten, wurden von nicht enden wollenden Meetings abgelöst. Die Assistentin, eine ehrgeizige junge Frau mit einem Hang zur Perfektion, hatte am Vormittag, von Migräneanfällen gepeinigt, das Handtuch geworfen. Und so musste Lea in all dem Chaos auch noch einen spontanen Geschäftstrip ihrer Chefin organisieren. Mittlerweile war sie der einzige Mensch auf der Etage, auf der Verlag Quartier bezogen hatte. Alle anderen waren längst in den Feierabend entschwunden. Sobald dieser verdammte Drucker die letzten Seiten des Manuskripts ausgespuckt hatte, würde sie in ihre Pumps schlüpfen, die sie schon vor Stunden genervt in die Ecke geschleudert hatte, sich beim Italiener um die Ecke noch eine große Portion Antipasti einpacken lassen und dann auf dem Sofa zusammenbrechen. Rotwein und der neueste Roman ihrer Lieblingsautorin. So viel Belohnung musste nach einem Tag wie diesem sein. Als sie schließlich, wie auf der Flucht, durch die menschenleere Lobby stürmte, hätte sie Adam fast übersehen. Mit einer unnachahmlichen Lässigkeit saß er mit übergeschlagenen Beinen in der Ledersitzgruppe neben der Eingangstür, eine zusammengerollte Zeitschrift neben sich. Der geöffnete Mantel ließ Anzug und Krawatte aufblitzen. Noch so eine neue Eigenart von Adam. Früher war er nie zurechtgemacht gewesen, hatte stets nur schlichte Hosen und Pullover getragen. Lea hatte diese Nonchalance damals ganz besonders anziehend gefunden. Denn sein Stil hatte einen Kontrast zu seinem ungewöhnlich schönen Gesicht und seiner athletischen Körperhaltung gebildet. Diese modische Eleganz, gepaart mit Adams distanziertem Gebaren, gab Lea das Gefühl, ein falsches Requisit in einem Film noir zu sein. Kurz spielte sie mit den Gedanken, einfach weiter zu hasten, so zu tun, als hätte es Adams Anblick nicht geschafft, Eingang in ihre verknoteten Gehirnwindungen zu finden. Gerade so, als hätte sie die Begegnung vor einigen Wochen an der Bar unter dem Motto »Ein verrückter Traum« abgelegt. Sollte er jedoch hinterherlaufen, wenn er wollte. Aber dann fiel ihr Blick auf eine Frau, die hinter Adam stand wie des Teufels Advokat. Sie legte kurz vor der Sitzgruppe einen scharfen Stopp hin. Eine unnatürliche, schlanke Hosenanzugträgerin, deren Blondhaar zu einem perfekten Chignon hochgesteckt war. So, wie sie sich leicht versetzt hinter Adam aufgebaut und die eine Hand auf die Rücklehne des Sofas gelegt hatte, nur einen Hauch von seiner Schulter entfernt, hätte sie auch einer dieser Raben sein können, die Zauberer in Märchen auf der Schulter hocken und finster dreinstarren. Lea fühlte sofort eine abgrundtiefe Abneigung in sich aufsteigen. Am liebsten hätte sie die Oberlippe hochgezogen und die Frau angeknurrt. Stattdessen wendet sie sich Adam zu, der sich nun erhob. »Mach's kurz«, eröffnete Lea die Begrüßung. »Ich habe einen furchtbaren Tag hinter mir und absolut keine Energie mehr für eine deiner Spielchen.« »Guten Abend, Lea. Darf ich dir Megan vorstellen?« Wenn Lea abweisende Art Eindruck auf Adam gemacht hatte, dann verriet zumindest sein Gesicht nichts davon. Ruhig ging er auf Lea zu und die Blondine glitt augenblicklich an seine Seite. »Man könnte sagen, Megan ist sowas wie eine rechte Hand. Leider ist sie für die Zeit meines Aufenthalts in dieser Stadt nur geliehen. Wie du dich bestimmt erinnern kannst, umgeben sich einige der unsrigen gern mit Sterblichen. Megan, das ist Lea. Allerdings bin ich mir nicht sicher, als was ich sie vorstellen soll. Vielleicht als meine Begleitung für den heutigen Abend?« Lea legte den Kopf schief und funkelte Adam wütend an. »Ich werde jetzt nach Hause gehen. Wenn du darauf bestehst, kannst du mitkommen und mir dabei zusehen, wie ich in einem Nest aus Papier auf dem Sofa einnicke.« Adam schenkte Lea ein erschreckend gleichgültiges Lächeln, während er ihr die zentnerschwere Tasche abnahm. Dann führte er sie hinaus zu einer dunklen Limousine, die direkt vor dem Verlagsgebäude auf sie wartete. Höflich hielt er ihr die Rücktür auf, und als sie ein stures »Ich will aber vorne sitzen« hervorbrachte, drängte er sie behutsam ins Innere des Wagens. Geschmeidig schlüpfte er hinterher. Megan, die bislang keinen einzigen Ton von sich gegeben hatte, stieg vorn auf der Beifahrerseite ein. Während sich Lea noch darüber wunderte, ließ der Chauffeur den Wagen mit einem sanften Schnurren anspringen. »Eine persönliche Assistentin? Chauffeur? Limousine?«
Findest du das alles nicht etwas zu großspurig, Adam? Ich hätte nie gedacht, dass du derlei Auftritte nötig hast.« Sie konnte einfach nicht aufhören, ihn anzugreifen. Dabei wünschte sie sich sehnlichst, einen Hauch von der Gelassenheit an den Tag zu legen, den er verströmte. Da sie dafür jedoch zu aufgewühlt war, wollte sie ihm wenigstens eine Reaktion entlocken. Doch Adam ließ sich nicht provozieren. Er schwieg, und Lea hätte vor lauter Frust am liebsten auf das weiche Leder der Rückbank eingeschlagen. Plötzlich drehte sich Adam zu ihr, und sie hielt unwillkürlich den Atem an. Mit einer trägen Bewegung öffnete er ihren Trenchcoat, um dann das Tuch, das sie sich um den Hals geschlungen hatte, wegzuziehen und somit ihr Dekolleté freizulegen. Lea tapfte sich dabei, wie der kleine wilde Teil in ihr inständig darauf hoffte, dass seine Fingerspitzen ihre Haut berühren würden. Doch den Gefallen tat Adam ihr nicht. Stattdessen lehnte er sich in die Polster zurück und legte den Kopf locker auf die Nackenlehne, die Augen halb geschlossen, den Mund entspannt. Seine Hände spielten unablässig mit Leas Halstuch, das noch ganz warm von ihrer Haut sein musste. Als Lea schließlich den Blick von Adam lösen konnte und hinaus in die Dunkelheit schaute, bemerkte sie, dass sie sich auf der falschen Seite des Flusses befanden. Parkanlagen umgaben die weitläufigen Villen, die sich durch eine einzigartige Mischung aus Geschmack und Geld auszeichneten. Schließlich hielt der Wagen vor einem Haufen hell erleuchteter Würfel inmitten eines golfplatzgroßen Rasens, und ihr wurde klar, dass sie meilenweit von ihrer kleinen Wohnung entfernt waren. Der mit hellem Naturstein gepflasterte Weg zum Haus war mit Fackeln beleuchtet. Wahrscheinlich handgebürstetes Edelstahl von Jungdesignern aus Skandinavien, dachte sie zynisch. Die Zufahrt war mit zahlreichen Wagen zugeparkt und von überall her strömten Gäste Richtung Eingang. Eine Cocktailparty bei einem Zahnarztpaar, der sich dem Geist der Moderne verpflichtet fühlt? »Wie unterhaltsam, mein Schatz«, stichelte Lea wieder besseres Wissen, als Adam ihr aus dem Auto half. Kurz krampfte sich ihr Magen zusammen, während sie darüber nachsann, wohin Adam sie verschleppt haben mochte. Was für eine Feier erwartet sie in dieser modernen Villa? Eine wüste Orgie, bei der verrückte Kreaturen Kristallkelche voller Blut schwenken? Oder eine dämonische Massenverwandlung, so wie manche christlichen Sekten ihre Taufen vollzogen? Fast hätte sie über ihre wirren Gedankengänge gelacht. Megan war erneut an Adams Seite gehuscht und ihr verkniffenes Gesicht ließ Lea innerlich die Krallen ausfahren. Zum allen Überfluss sagte Adam lediglich, »Megan wird sich um dich kümmern.« Dann ging er allein in Richtung Haustür davon. Lea war zu perplex, um zu reagieren. Mit offenem Mund starrte sie Adam hinterher, wie er in einem Meer von Licht im Eingang des Würfelhauses verschwand. Schließlich suchte sie Megans Blick, die sie vollkommen ungeniert von oben bis unten musterte. »Wir werden, denke ich, besser den Hintereingang nehmen«, sagte Megan und setzte dem Ganzen noch die Krone auf. Lea fand sich in einem großzügig geschnittenen Zimmer mit hohen Wänden wieder, das sie darüber staunen ließ, wie viel Raum dieses Setzkastenmodell von einem Haus umspannen musste. Die Wände des Zimmers waren mit einer Stofftapete bezogen, auf der weiße und goldene Ornamente prangten. Der geölte Betonboden war fast vollständig mit einem weißen Flokatis bedeckt, der Megan auf ihren Stilettos einiges von ihrer zur Schau getragenen Selbstsicherheit kostete. Das Zimmer befand sich auf der Rückseite des Hauses und die verglaste Front zeigte, dass es hier neben einem perfekt getrimmten Rasen auch einen stilisierten Garten gab, dessen weiße Kieselwege ebenfalls mit Fackeln beleuchtet wurden. Noch flanierte allerdings niemand zwischen den Reihen geometrisch gestutzter Buchsbäume. Mitten im Raum stand eine Chaise Lounge, auf der ein zitronengelbes Abendkleid mit türkisfarbener Schärpe ausgebreitet lag. Bevor Lea es sich allerdings genauer anschauen konnte, wurde sie bereits kommentarlos von Megan in das angegrenzte Badezimmer gedrängt. Das Innere des indirekt ausgeleuchteten Raums glich einer Stahlbox. Was für eine Einrichtungshölle, keuchten Leas überreizte Sinne. Es war eindeutig an der Zeit, das Ruder wieder in die Hand zu nehmen. »Hören Sie, Megan, was soll das ganze Theater eigentlich? Soll ich jetzt ein Schaumbad nehmen, damit ich vor Erschöpfung einschlafe und ertrinke? Ist es das, was Sie wollen?« Megan fuhr konzentriert mit den manikürten Nägeln ihres Zeigefingers die Brau entlang. »Für ein Schaumbad bleibt leider keine Zeit mehr, auch wenn es Ihnen sicherlich gut tun würde.
Ich vermute, ein wenig frisch machen wird reichen müssen, denn die anderen Gäste treffen gerade ein. Sie haben uns einfach zu lange warten lassen. Nun muss es schnell gehen. Warten lassen? Wiederholte Lea ungläubig. Ich hatte nicht die geringste Ahnung, was mich unten in der Lobby des Verlagshauses erwarten würde. Außerdem war heute einer von diesen Tagen, an denen ich nicht einmal dazu gekommen bin, auch nur eine Sekunde lang an Adam zu denken. Abrupt hielt sie inne. Megan schenkte ihr einen abfälligen Blick, der wohl bedeuten sollte, dass sie sich besser als jede andere damit auskannte, was solche Tage bedeuten. Dann sagte sie unerbittlich, »Ich gebe Ihnen 10 Minuten, dann komme ich wieder rein und werde Ihnen mit dem Make-up und dem Kleid helfen. Sie wollen doch Ihre Einführung nicht vermasseln, oder?« Lea fühlte sich versucht, Megan mit einer Unverschämtheit zu brüskieren und dann geradewegs dieses Würfelhaus zu verlassen. Es dürfte kein Problem sein, auf der Auffahrt ein Taxi zu finden, das sie mitnahm. Was bildete sich Adam eigentlich ein? Sie einfach zu verschleppen und dann auch noch mit dieser grauenhaften Person allein zu lassen. Unwillkürlich kehrten ihre Gedanken zu dem Kleid zurück, das im Raum nebenan für sie bereit lag. Gelbe Seide, zarter als ein Blütenblatt. Sie selbst hätte sich dieses Stück niemals ausgesucht, es wäre ihr viel zu auffällig und mondän gewesen. Ihre dunklen Haare würden dieser Farbe gewiss zum Leuchten bringen. Ob Adam ihr Aussehen seiner Assistentin beschrieben hatte, damit sie ein passendes Kleid für den Abend aussuchen konnte? Diese Vorstellung ließ Lea ihre Widerspenstigkeit vergessen und sie löste ihren Pferdeschwanz, um das Haar zu bürsten. Dabei vermied sie tunlichst den Blick auf ihr vor Aufregung gerötetes Gesicht. Nachdem Megan sie in unvernehmliches Schweigen geschminkt und angekleidet hatte, stöckelte Lea auf ungewohnt hohen Absätzen zum barock gerahmten Spiegel, wo sie mit Erstaunen ihr Spiegelbild anstarrte. Eigentlich war sie weder ein Magnet für Männeraugen, noch hatte sie sich jemals den Kopf über Worte wie aufregend und sexy zerbrochen. Das Spiel mit der Oberfläche war ihr so fremd wie die Marke der Stilettos an ihren Füßen. Megans Räuspern riss sie aus ihrer Betrachtung und erinnerte sie daran, dass die Lea im Spiegel ein Geschöpf von Adams rechter Hand war. Ein Geschöpf, das nichts mit der vom Berufsalltag gestressten Frau gemeinsam hatte, die vor wenigen Minuten den Raum betreten hatte. Verspielt drehte Lea noch eine Pirouette, um die im Sekundentakt auf die Uhr schielende Megan zur Weißglut zu treiben. Aber ein gerade noch so abgefangener Sturz, als ein Absatz am Teppich hängen blieb, dämpfte ihren Überschwang und sie verließ mit geröteten Wangen das Zimmer. Die kurzweilige Verschnaufpause war vorbei. Adam erwartete sie.